Na, hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar möchte ich heute wieder so ein kleines Pet-Video, Schrägstrich Goldguide präsentieren. Und zwar wollte ich euch wieder ein kleines Pet zeigen, das potenziell einiges an Gold wert sein kann. Und dazu habe ich mir das schon einmal gefarmt und das heißt hier einmal Käferbeißer Schildkröte. Das war jetzt auch tatsächlich das letzte Pet, was mir insgesamt gefehlt hat. Und ja, wie ihr das bekommen könnt, will ich euch mal zeigen. Als allererstes benötigt ihr dafür eine World Quest, um das zu kriegen. Um die Sachen zu farmen, brauchen wir die World Quest nicht wirklich, aber um dann die Items, die wir gleich farmen werden, quasi abzugeben, braucht ihr die World Quest. Okay, war jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, ich zeige euch mal, wo die World Quest ist. Wir sind einmal in der Küste des Wachens. Und zwar ganz, ganz hier unten, seht ihr das? Hier haben wir eine World Quest und zwar, das ist etwa auf den Koordinaten 23, 96. Und dort haben wir die World Quest Leuchtklinges Knochen. Warte, ich scroll mal noch ein bisschen ran. Hier unten ist das. Das ist schon ein bisschen blöd, weil das gar nicht mehr so ganz auf der Map drauf ist. Und das ist einfach eine Kletter-World Quest. Und warum brauchen wir die World Quest? Naja, nur wenn die World Quest am Start ist, stehen da zwei NPCs rum. Und diese beiden NPCs, die brauchen wir einfach nur dazu, dass wir bei ihr hier, bei der Dame Leuchtklinge, ein Item abgeben. Und normalerweise habt ihr hier nur einen Dialog, und zwar, wo kann ich Fossilien und Eier finden? Das erklärt uns dann die Dame hier, wo wir die finden können. Und zwar, um es kurz zu machen, die Fossilien finden wir immer in diesen Wasserläufen, meistens an den Wasserfällen dran. Und das versteinerte Drachenei, das können wir in Höhlen finden. So viel kriegen wir hier als Information und genau das ist auch das Wichtige. Wir brauchen nämlich zwei Items, und zwar einmal versteinertes Drachenei und erodiertes Fossil. Und wenn wir die beiden haben, dann können wir quasi bei ihr einen zweiten Dialog triggern. Und wenn wir den jetzt hier anklicken, kriegen wir einfach das Pet. That's it, ja. Also mehr ist es nicht. Diese zwei Items könnt ihr farmen, auch während die World Quest hier nicht am Start ist. Ihr könnt es aber halt nur abgeben, wenn die World Quest da ist, denn auch nur dann sind die beiden Typen da. Beziehungsweise der Typ und die Tuse, ne? Jetzt gucken wir uns das mal an, was das Pet hier aktuell wert ist. Und zwar, ihr seht, hier Marktwert ist es aktuell bei 276.000. Regionaler Marktwert sind es knappe 200.000. Also doch einiges. Ob ihr es natürlich für den Preis verkauft kriegt, ist noch eine ganz andere Sache. Ich habe jetzt insgesamt zwei. Ich werde das jetzt mal verkaufen und mal gucken, wie das Ganze aussieht. Ich habe mir eins mit dem Twink gefarmt, eins jetzt hier tatsächlich mit dem Main. So, jetzt schauen wir mal an, wo wir die zwei Items kriegen. Also die Eier, wie gesagt, können wir in Hüllen bekommen. Ich habe mir dazu auch hier aus WoW Head alle möglichen Koordinaten rauskopiert. Die mache ich jetzt mal hier auf der Map aktiv und ihr seht, hier in dem Bereich hier unten haben wir jetzt einige Punkte. Dort sind ja viele Höhlen und in diese Höhlen müssen wir immer rein. Ich kann euch jetzt mal ein, zwei Spots zeigen und ich werde euch einfach das Makro auch mit in die Infobox packen, dass ihr das euch dann selber abfliegen könnt. Also jetzt schauen wir uns das mal an, zum Beispiel hier oben haben wir direkt eine Höhle dran und da kann es dann einfach hier drin liegen oder dann ein paar Meter weiter. Hier drüben haben wir dann noch so eine kleine Höhle, da kann das Ding dann auch liegen. Es gibt auch größere Höhlen, die wesentlich weitläufiger sind, da sind natürlich die Eier auch drin. Die ganzen Sachen sind extrem selten, ne? Also ihr könnt da mehrere Stunden rumsuchen tatsächlich. Was ich empfehlen kann, ist, sich einige Spots rauszusuchen und dann einfach zu Server hoppen, ne? Das ist so ein bisschen the way to go. Das andere Item, die Fossilien. Da werden wir uns jetzt einmal das auch angucken. Da habe ich mir auch ein Makro erstellt. Jetzt nehmen wir mal alle Wegpunkte weg. Und zwar hier, seht ihr, da haben wir in dem ganzen Bereich ein paar Wegpunkte. Und zwar sind es immer Wasserfälle. Die können wir jetzt mal alle abfliegen. Und zwar den ersten haben wir hier direkt unterhalb, wo die NPCs stehen. Also die stehen hier oben. Und dann haben wir quasi hier ein Ding. Ah, schau mal, da haben wir erodiertes Fossil. Da liegt es gleich schon. Perfekt. Easy. Da haben wir es direkt liegen gehabt. Dann hier kann es natürlich liegen, ne? Hier oben bei diesen ganzen Wasserfällen, da können sie auch liegen. Da habe ich jetzt die Koordinaten gar nicht mit in dem Makro drin. Dann hier unten an dem Wasserfall, ihr habt direkt gesehen, das ist einfach so ein Schädel, der im Wasser liegt. Der Schädel ist nicht ganz so selten tatsächlich wie das Ei. Und ihr könnt es anscheinend auch immer wieder looten. Also ich habe das jetzt einmal abgegeben. Ich vermute mal, dass man es mit einem und demselben Char auch öfter abgeben kann.
Sicher weiß ich es aber nicht. Ich habe jetzt, wie gesagt, zwei mehr geholt. Eins mit meinem Twink gemacht, eins mit dem Main gemacht. Aber da man die Items immer wieder looten kann, vermute ich mal, dass man das auch mit einem Char quasi dauerfarmen kann und theoretisch einen Haufen Pets holen kann, um dementsprechend dann die vielleicht auch verkauft zu bekommen. Genau. Und dann haben wir da hinten noch eins in Spot. Genau. Wahrscheinlich gibt es noch wesentlich mehr Wasserfall-Spots. Hier sind ja noch einige mögliche quasi Spots, die ihr abfliegen könnt. Aber hier sind die, die ich jetzt immer benutzt habe. Und ja, habt ihr ja gerade gesehen, haben wir das eine zufällig gefunden. Genau, ich werde euch jetzt noch kurz einblenden, wo ich mein Ei her habe. Das war nämlich quasi irgendwo, ich glaube, da hinten habe ich es her. Da werde ich euch das nochmal zeigen, wie das aussieht. Es ist relativ klein und schwarz, aber am besten schaut euch das gleich noch an. So, dann habe ich an einem der Spots noch ein verstandenes Drachenei gefunden. Und zwar kann ich euch zeigen, wie das aussieht. Gehen wir mal ganz nah ran. Ihr seht, es ist relativ klein hier unten. Verstandenes Drachenei heißt das. Das können wir dann einfach looten und dann kriegen wir quasi das Item raus. Das ist seengebunden und ihr könnt theoretisch auch mehrere davon mitnehmen. Ich zeige euch jetzt mal bei dem Spot, wo das genau war. Also ihr habt gesehen, hier unten hinten an der Wand dran, ne? Und das war jetzt hier in der Höhle drin, etwa bei den Koordinaten 33, 87. Und wenn wir jetzt einmal rausgehen aus der Höhle, seht ihr, dann müssen wir hier diese Rampe hoch und dann könnt ihr da einfach ranlaufen. Und ich werde jetzt nochmal einmal rausgehen und euch das von außen zeigen, dass ihr das ein wenig sehen könnt. Wo wir da genau rein sind. Aber wie gesagt, es gibt da ja x Spots, also da müsst ihr nicht unbedingt an den einen ran. Also fliegen wir mal einen Ticken raus. Ihr seht, da haben wir die Höhle hier oben dran und da könnt ihr dann einfach reinfliegen und das Ding theoretisch looten. Warte, jetzt lande ich nochmal und zeige es auf der Map. Also der Höhleneingang ist quasi hier vorne dran und dann ganz hinten, wenn ihr die Rampe hochgeht, ist das Ei drin. So, dann sind wir durch mit dem kleinen Videoguide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne beim nächsten Video wieder reinschalten. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.